Ein Gleis und viele Drachen. Feuerdrachen. An der Cambrian Coast in Wales gibt es Direktanschluss an Museumsbahnen in allen Größen. So beautiful. Wir reisen mit Meerblick. In Porth Madoc nehmen wir die erste Dampfeisenbahn. Weitere dann in Fairbourne und Towin. Über Machantleth folgen wir der Cambrian Line ins Landesinnere nach Montgomery. Statt nach Shrewsbury weiterzufahren, besuchen wir abschließend Oswestry, die Geburtsstätte der Cambrian Railway. Unterwegs sind wir mit einem Dampflok-Fan mit walisischen Wurzeln. In Deutschland tritt er unter dem Künstlernamen Master Flipit of Wales auf. Ich bin ein Waliser. Man sagt, dass jede zweite Waliser ist ein Dichter. Alle die anderen sind Undichter. Hier in Wales will der jonglierende Geschichtenerzähler die Feuerdrachen erleben, von klein bis groß und zuletzt eine besondere Lok. Das ist meine kleine Eisenbahn, hier ist eine große Eisenbahn. Wenn ich zu Hause bin mit meiner Eisenbahn, ich kann mich ablenken von alles. Es ist ein Entspannen, pure Entspannen. Ich habe das mitgebracht. Ein wunderschönes, kleines Andrew Barclay 040, gebaut in 1872. Und wenn ich da hinkomme zu dem Original, und dann kann ich gucken, wie authentisch es ist. Das kleine Spielzeug, ich will die große Spielzeug auch gucken. Wer will nach Pennekaen oder Aberdech? Bitte Tickets vorzeigen. Die Dieseltriebwagen von Transport for Wales fahren an der Cambrian Coast nur alle 2 Stunden. Dafür halten sie alle 3 Minuten. Für den diensteifrigen Schaffner, der vor laufender Kamera alles richtig machen will, ist die eingleisige Strecke eine echte Herausforderung. Ich muss rausfinden, wer wohin will. Die Ticketkosten variieren. Es gibt Bedarfshaltestellen. Ich muss dem Fahrer sagen, ob wir halten müssen. Viel zu tun. So vergeht die Zeit. Die Waliser nennen ihr Land Cymru. Und so kommt die Cambrian Line zu ihrem Namen. Seit Ende 2018 betreibt Transport for Wales die Strecke. Wir steuern einen Ort an, bei dessen Namen Dampflok-Fans die Ohren klingeln. Porth Madoc. Hier starten die Festiniog Railway und die Welsh Highland Railway. Ein Gleis und viele Drachen. Auch die Schmalspurloks sind auf eingleisigen Strecken unterwegs. Eisenbahnromantik hat vor ein paar Jahren ausführlich in Porth Madoc gedreht. Vom ersten Feuerdrachen hält Chris erstmal Abstand und steigt hinten ein. Die Welsh Highland Railway muss die Cambrian Line überqueren. Schmalspur kreuzt Normalspur. Vorher fragt ein ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Stellwerk in Machantleth an. Hallo, Sie sprechen mit dem West Panel. Ich rufe von der Kreuzung an. Darf ich Sie für 5 Minuten übernehmen? Ja, leg los. Ich schalte um. Prima. Es ist freigeschaltet, danke. Bis gleich. Ich gebe zurück in 5 Minuten. Tschüss. Jetzt ist der Weg frei für einen Ausflug in die Berge, in die Cambrian Mountains. Auf Walisisch, Ellerith.
Ein kleines Lied für euch. Von Porthmadog führt die Strecke nach Carnarvon. Wir reisen nur auf dem Verbindungsstück, das es bei unseren letzten Dreharbeiten noch nicht gab. Nach Bethgelert. Begleitet von original walisischen Klängen. Das ist süß. Eine Melodie, die passt zu dieser Landschaft. Wir gucken zurück in die Vergangenheit und denken, dass das Leben hart ist in die Bergen. Oder damals in der Zeit vor Internet und Strom und all diese Dinge. Ich glaube nicht. Und ich kann mir vorstellen, ein kleiner Junge, der guckt sein Leben an, guckt die Bäume an und denkt einfach, schön. Und die Musik reflektiert. Alle Musik hat den gleichen Rhythmus wie die Eisenbahn. Apropos Musik, Timing ist alles, auch bei der Eisenbahn. In fact, bei der Eisenbahn, Timing ist mehr als alles. Zeit, umzudrehen. Leider. Wir haben Bethgelert im Snowdonia Nationalpark erreicht. Die Rückfahrt. Viel zu schnell sind wir aus den Bergen wieder raus. Wäre doch schön, an der Lok näher dran zu sein, oder? Ich habe ein großes Stück Kohl gekriegt. Es wird darauf gelandet. Da ist es. Aus dem Himmel gefallen, aus dem großen Drachen da vorne gefallen und mir ins Hand gelandet. Das kann man nicht inszenieren. Und das behalte ich und komme mit auf meine Reise. Ein Gleis und viele Drachen. Auch auf dem Rückweg sichert ein ehrenamtlicher Mitarbeiter die Kreuzung. Viel Verantwortung, aber die Sicherheit beruht vor allem darauf, dass auf der Cambrian Line mit dem neuen europäischen Zugleitsystem ERTMS gearbeitet wird. Wieder muss das Stellwerk eingeschaltet werden. Hallo, Sie sprechen mit dem West Panel. Hallo, der Zug ist durch und ich kann die Strecke wieder freigeben. Wenn hier irgendetwas schieflaufen würde, käme es auf der Cambrian Line zur Zwangsbremsung. Okay, ich schalte wieder um. Super. Wir schützen die Kreuzung durch automatisierte Signalpunkte auf beiden Seiten. Wenn wir eine Freigabe bekommen, ist im System alles miteinander verbunden. Wenn das hier grün wird, ist es unmöglich, unseren Zug durchzuschicken. Es ist sehr sicher. Auch wenn dort Ehrenamtliche arbeiten. Es sind Eisenbahnenthusiasten. Die wissen, was sie tun. Es läuft gut. Und weiter geht es entlang der Cambrian Coast mit dem eifrigen Schaffner von Transport for Wales. Lauter Bedarfshaltestellen. Mal halten, mal nicht. Das muss zu Verspätungen führen. Es ist sehr unterschiedlich. Eine Sache der Saison. Im Sommer ist mehr los als im Winter. Im Sommer verlieren die Züge ständig Zeit. Aber wir sprechen nur über 10 Minuten. Insgesamt ziemlich gut. In Harlech geht dann gar nichts mehr. Warten auf den verspäteten Gegenzug. So ist das eben bei eingleisigen Strecken. Kann man das nicht besser timen? Nicht wirklich. Es gibt einen kleinen Spielraum an den größeren Stationen, wo die Züge kreuzen, 2 oder 3 Minuten. Aber es hilft nichts. Der Zeitplan ist zu eng. Wir tun unser Bestes. Es ist eine schöne Zugstrecke. Die Leute wollen die Ausblicke genießen. Niemand ist in Eile. Andrew!
Die Strände werden breiter. Wir kommen nach Barmouth, das Versandungsgebiet einer Flussmündung, wie gemacht für einen Badeurlaub. Damit die Touristen ohne Umwege anreisen können, gibt es eine fast 700 Meter lange Brücke über den Fluss. Eine Holzkonstruktion von 1867, inzwischen mehrfach restauriert. Mal schlug der Holzwurm zu, mal war die Unterwasserkonstruktion aus Eisen angegriffen. Immer wieder stellte sich die Frage nach der Zukunft der Brücke. Immer wieder konnte sie gerettet werden. Bisher zumindest. Dann mal los mit der Southern 759. Ganz schön eng. Ein Gleis und der nächste Drache. Die Fairbourne Railway auf der anderen Seite der Brücke. Chris will Geo näher kennenlernen. Die Miniaturausgabe einer Schmalspurlok, die für die Linton & Barnstaple Railway in Devon gebaut wurde. Während das Original längst verschrottet ist, fährt die Kopie hier täglich. Abwechselnd mit drei anderen Nachbildungen von Schmalspurloks. Geht das immer in die Richtung? Nein, auf dem Rückweg fahren wir vorwärts. Angenehmer, dann müssen wir nicht das Genick verdrehen. Ja, es tut mir jetzt schon weh. Die Fairbourne Railway startet neben dem Bahnhof der Cambrian Line. Der Mini-Drachen schleicht hinter dem Deich entlang und in die Dünen hinein bis zu einer kleinen Fährstation gegenüber von Barmouth. Die Fairbourne Railway schafft höchstens 13 Stundenkilometer. Unter den Schmalspurbahnen an der Cambrian Coast die langsamste und mit 311 mm Spurweite auch die kleinste. In der Vergangenheit wurde sie mehrfach umgespurt. Um 1900 transportierte sie Baumaterial, gezogen von Pferden. Dann stieg man um auf Drachen. Touristen ließen sich von denen schon immer gern entführen. Und wie ist das heute? Das ist wie das Ende der Welt. Mutige Leute, es ist mutig genug, hier zu sitzen. Eine Hälfte warm, die andere nass. Das Wetter in Wales wechselhaft. Wir sind wieder umgestiegen auf die Cambrian Line und der Blick ist frei. Abenteuerlich die Strecke, dichter am Meer geht nicht. Und wieder Direktanschluss an eine Schmalspurbahn, die Tellachan Railway in Towan. Seit 1951 betreiben Freiwillige die eingleisige Strecke. Weltweit die ersten ehrenamtlichen Drachenbändiger. Hier dampfen keine Nachbauten. Die älteste funktionstüchtige Lok stammt von 1866, also ein echter Museumsbetrieb. Dol Goch heißt der Senior unter den Drachen. Und auch das über 15 Meter hohe Viadukt, das unter Denkmalschutz steht. Ein Gleis und viele Drachen. Was ist, wenn die aufeinander losgehen? Diese Maschine gibt immer nur einen Token frei.
So eine steht hier und genau die gleiche ein Stück entfernt an der Strecke, auch mit gelben Token. Der Mann am nächsten Kreuzungspunkt hat mir die Erlaubnis gegeben, den Token freizumachen. So wissen wir, dass kein anderer Zug unterwegs sein kann, bis der Token dort abgegeben wird. Wir haben noch mehr Maschinen an der Strecke mit andersfarbigen Token. Und das gibt uns die Sicherheit, dass wirklich nur ein Zug pro Abschnitt fährt. Das Stellwerk draußen im Eichenwald. Der junge Mann darf die Farben der Token nicht verwechseln. Ein Job, der ernst genommen werden will. Dreimal am Tag treffen hier die Lokomotivdrachen aufeinander. Auch hier arbeiten Ehrenamtliche. Und die müssen ausgebildet werden. Das macht ein Holländer, der sich auskennt. Hat es geklappt? Alles etwas viel. Du lernst, deshalb bist du hier. Doch was treibt den Holländer nach Wales? Ein Holländer in Wales macht das zum Spaß. Ich mache das schon 25 Jahre, ungefähr 4 Wochen pro Jahr. Und diese Bahn hat etwas Gemütliches. Ja, gemütlich. Fast meditativ. 5-mal am Tag kommen Züge vorbei. Sonst passiert nichts. So ein Ehrenamt muss man schon mögen. Ich liebe meine Ruhe. Es ist friedlich. Man kann sitzen den ganzen Tag und ein Buch lesen, Sachen aufholen und ist dabei immer noch ein Teil der Eisenbahn. Irgendwo auf dem Bahnhof muss man das tun, was die anderen sagen. Und hier ist man sein eigener Chef. Zurück am Bahnhof in Towin. Controller. 400 Freiwillige aus aller Welt helfen mit. Nachwuchsprobleme kennen sie nicht. Ich habe so viele Familienmitglieder hier. Ich fing an, weil mein Onkel hier Heizer war. Meine Mutter macht mit. Ich lernte meinen Mann hier kennen. Und jetzt steht mein Sohn in den Startlöchern. Und all meine Freunde. Wir versuchen in den Ferien alle gleichzeitig hier zu sein. Wir haben ein sehr gutes gesellschaftliches Leben. Die Jungen leben im Hostel dort drüben. Sie sollen sich benehmen. Wenn es klappt, geht es in den Pub. Auffällig viele Frauen arbeiten mit, in allen möglichen Funktionen. Von wegen Eisenbahn, das Männerhobby. Es ist einfach großartig und die perfekte Entschuldigung, sie schmutzig zu machen. Es wird immer normaler, dass Frauen in Männerrollen schlüpfen. Wir haben 3 Lokführerinnen und viele Heizerinnen in der Ausbildung. Wir holen hoffentlich auf. Fast ein Sprung. Naja, springen ist übertrieben. Vorsichtig klettern. Ja, vorsichtig klettern. Der Respekt ist angebracht. Chris darf auf einer britischen Satteltanklok mitfahren, bei der der Wassertank wie ein Sattel auf dem Kessel sitzt. Die Lokführerin ist noch in der Ausbildung. Alles nicht einfach, denn Feuerdrache Edward Thomas hat so seine Macken. Öffnet die Pumpe nicht weiter, es ist ein bisschen wollig. Was ist wollig? Wasser im Schornstein. Bring es runter. Mach ein bisschen mehr auf und lass Wasser raus. Jetzt hast du einen besseren Klang. Ja, verstehe. Soll die Ohren aufmachen. Die Lok ist anfällig, was die Wasserzufuhr in die Dampfabgabe angeht. Und obwohl der Wasserspiegel niedrig war, wollte die Lok nicht mitmachen. Doch nicht nur die Dampfwolken der Satteltanklok Edward Thomas sind hier gelegentlich wollig und unbedingt zu beachten. Schafe auf den Schienen. Ja, Schafe. Wir
Sie sind momentan auf dieser Seite. Okay. Schafe auf den Schienen. Immer noch auf den Schienen. Sie rennen die Gleise lang. Sie sind weg. Sie laufen in die andere Richtung. Es liegt in unserer Verantwortung, die Gleise abzusperren. Wenn wir sie jagen, müssen wir zahlen. Dabei ist Bremsen gerade nicht angesagt. Je höher es geht, desto steiler wird es. Von Towin 12 Kilometer rein in den Snowdonia-Nationalpark. Unter den Schafweiden verbirgt sich ein Baumaterial, das vor 150 Jahren mal begehrt war. Schiefer. Nur deshalb gibt es die Tallachin Railway. Sie transportierte den Schiefer an die Küste und übergab ihn dort an die Cambrian Line. Hier oben ist eigentlich alles aus Schiefer, sogar die Zäune. Auch sonst gibt es sonderbare Dinge. Was für eine fantastische Drachen! Hallo, mein Freund! Man kann es deutlich sehen. Er spuckt Feuer aus seinem Maul. Da ist der Körper und dort der Schwanz. Man muss wohl Waliser sein, um hier einen Drachen zu erkennen. Ich bin ein glücklicher Mann. Ja, bist du. Ein walisischer Drachen auf einem walisischen Berg. Oh yeah! Chris auf der Suche nach seinem Drachen. Den gibt es wohl eher, nur in der Legende. Guthrum, der britische König, mit seinen Leuten sind hier in die Bergen hochgekommen und haben gebaut eine Festung. In der Nacht, die Festung ist runtergefallen, die haben das wieder gebaut. In der Nacht, die Festung ist runtergefallen, die haben das wieder gebaut. Und dann, seine Barden, seine kluge Menschen haben gesagt, ihr müsst eine 7 Jahre alte Junge finden. Er muss sterben, sein Blut muss in die Erde fließen und dann wird dieses Turm stehen. So, die suchen überall ins Land für ein 7 Jahre altes Kind, finden eine, bringen ihn zu Guthrum. Und Guthrum sagt, so, wir werden dich jetzt umbringen. Und die Junge sagt, warte, ich höre etwas. Lauscht in die Bergen, auf die Erde, und sagt zu Guthrum, grab mal hier, mach ein Loch. Und aus dieses Loch, das die gemacht haben, kommen zwei Drachen. Eine ist die walisische Drachen, Il Treigoch, und die andere eine weiße Drachen. Und beide kämpfen miteinander. Man sagt, die weiße Drachen ist stärker. Vielleicht, das ist so, momentan, aber vielleicht in der Zukunft wird die rote Drache stärker. Für mich, das ist das Symbol der walisischen Nation. Also ein Drache, der nie aufgibt. Die walisischen Menschen, die nie aufgeben, die auch hier oben ihre Landwirtschaft treiben. Und das ist für uns ein ganz schönes Symbol. Und der Junge, der heißt Merlin. Und da drüben ist ein Drachen. Weiß man nicht ganz genau. Aber es sieht aus wie ein Drachen, oder? Bei Aberdyvi verlassen wir die Cambrian Coast. Der Zug hangelt sich entlang des breiten Flussbettes des Dyvi in Richtung Landesinnere. Wir erreichen Machantlith, wo die Züge aus dem Norden mit denen aus dem Süden verkoppelt werden, bevor sie gemeinsam aufbrechen gen Shrewsbury. Der Bummelzug entwickelt sich zum Schnellzug. Doch es bleibt bei einem Gleis. Vor 100 Jahren passierte bei Abermule ein verheerender Unfall. Und das ist keine Legende. Abermule Bahnhof, hier unten. Der Stationmaster war nicht da, in Ferien, in Urlaub. Der zweite Stationmaster hat etwas gegessen
Und er blieb auf diesem Bahnhof nur eine 17 Jahre alte Junge namens Rogers, Porter Rogers. Er hat die Token genommen, hat es einfach auf den Tisch gelegt, statt in die Maschine, weil er wusste nicht wie. Der Nächste kam, nimmt die Token, dachte, dass das kommt raus, gibt das die Zugfahrer, der Lokfahrer, und er ging weiter, weil er dachte, dass es frei war. War es nicht frei. In die andere Richtung kommt ein anderer Zug. Und genau hier, in dieser Stelle, pam, Volltreffer. 17 tot und ganz viele Verletzten. Mehr zum Unfall und zur Cambrian Line findet man in Oswestry. Die Cambrian Railway, die Bahngesellschaft, saß früher hier. Heute hält ein Verein die Erinnerung in Ehren. There's a lot of things here, aren't there? Im Museum erfährt man, wie spektakulär einst der Bau der Cambrian Line für Wales war. Auch wie die verschiedenen Tokensysteme auf der eingleisigen Strecke funktionierten. Und wie die Cambrian Railway letztendlich wegen des schweren Unfalls bei Abermule 1921 zugrunde ging. Und ich hörte, dass der Bahndirektor Lord Vane Tempest auch getötet wurde. Ja, ja. Und alle Sicherheitsregeln wurden missachtet. Nicht nur eine, jede. Und das zerstört die Cambrian Railway und die Great Western konnte übernehmen. Die Fußgängerbrücke vom Bahnhof in Machantleth. Ein Überbleibsel der Cambrian Railway. Nein, kein Schrottplatz, ein Spielplatz für Eisenbahnenthusiasten. Chris findet hier The Barclay, wie sein Modell eine Satteltanklok, allerdings mit anderer Achsfolge. Ich stelle mich vor, was für ein Leben es hatte. Ich stelle mich vor, wo es war, wie viele Leute haben es angeguckt. Und wenn es vorbeigegangen ist, die haben gelächelt. Und es wird irgendwann wieder tschuff, 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 tschuff in diese Richtung gehen. Pschitkuff, pschitkuff, pschitkuff. Dort nun endlich sein Modelldrachen in groß. Eine Andrew Barclay 040. Was immer du tust, verliere nicht die Schaufel. Ja, ich bin nicht von vorgestern. Passiert mir nicht. I'm ever ready as well. Feeding the dragon. Den Drachen futtern. So nenne ich es. Ich habe viele gesehen und sie werden größer und größer. Faszinierend, ein Drachen. Was ich liebe, ist das ganze Konzept. Erde, Wind, Feuer, Wasser, die vier Elemente. Die faszinierendste lebendige Maschine, die ein Mensch je gebaut hat. Was eine asthmatische Pfeife. Nach den Schmalspurbahnen freut sich Chris, nun auch auf Normalspur unterwegs zu sein. Wir haben mit ihm vier Waliser Museumsbahnen näher kennengelernt, die abgesehen von der Cambrian Heritage Railway alle Direktanschluss an die Cambrian Line haben. Ein Gleis und viele Drachen. In Oswestry endet unsere Reise mit dem jonglierenden Geschichtenerzähler. Du machst das und ich was anderes. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Und will dir was zeigen. Ich stehe hier und kann das. Nur ein Spiel mit Drachenfutter? Oder wie hat Chris die vielfältige Welt der Eisenbahn in Wales auf seiner Reise erlebt? Ohne diese Eisenbahn würden die Waliser abgeschnitten von der Rest der Welt. Diese Eisenbahn hat die Menschen hier zusammengebunden. Also die konnten von Stadt zu Stadt reisen. Klar, die Touristen hier gebracht. Und das hier, das ist Wahnsinn. Alle diese Heritage Lines, alle die Heritage Railways. Unglaublich schön. Was ein Klang. More, 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 more. Immer noch mehr.